Hallo alle zusammen, auf los geht's los. Wir machen ja jetzt einen ganz einfachen Tiramisu Gugelhupf. Und zwar habe ich jetzt einmal schon Eier in der Schüssel. Die Mengen und Zutaten stehen ja unter dem Video in der Infobox. Dazu geben wir jetzt Zucker und Vanillezucker erstmal. Und das tun wir jetzt erstmal schön verrühren. So, wenn wir das schön schaumig haben, geben wir etwas neutrales Öl mit dazu und Schlagsahne. Und das verrühren wir wieder. So, dann geben wir Backpulver mit dazu und Mehl. Das verrühren wir wieder. So, jetzt gucke ich mal, ich mache das jetzt per Augenmaß, dass ich ungefähr ein Drittel übrig lasse. Und das andere geben wir jetzt schon mal in unsere vorbereitete Form, die ich schon ausgefettet und bemehlt habe. So, zu dem Rest kommt einmal Backkakao. Dann Kaffee und Rum oder Rumaroma. Ich nehme jetzt Rumaroma. Und das verrühren wir. So, das geben wir jetzt einfach auch noch mit dazu. Und jetzt geht das Ganze ab in den vorgeheizten Ofen bei 180 Grad. So sieht jetzt unser Kuchen aus. Und zwar, der war 40 Minuten im Ofen. Dann habe ich ihn so 10 Minuten stehen lassen und dann gestürzt. Ging auch ohne Probleme. Wenn man ihn dann gut einfettet und gut bemehlt oder halt Semmelbrösel nimmt, je nachdem. Und ihr könnt natürlich anstatt Roma auch Amaretto reinmachen, so ist der Name. Das kann jeder machen, wie er mag. Ich habe noch ein bisschen Puderzucker jetzt drüber gegeben. Ja, und jetzt probieren wir mal, würde ich sagen. Also so sieht das Ganze aus. Ich beiße jetzt einfach mal rein. Super. Richtig, richtig lecker. Da kann ich gar nicht groß viel mehr sagen, außer natürlich eins, macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!